ich laufe seit gestern, habe ich vor 400 Kilometern am Laufband zu laufen, in der Firma in Köln. Das Ganze geht zugunsten einer karitativen Sache, und zwar zugunsten Skate Aid. Das ist unter anderem eine Organisation, die was für Kinder in Kriegsgebieten Skateparks errichten und Parks, Kinderparks, ja, und da gehen eben pro gelaufenen Kilometer 2 Euro zugute. Und ich nutze das Ganze natürlich gleichzeitig auch als Trainingslauf für meinen kommenden 1000 Kilometer Weltrekord in Wien, wo ich vorhabe, innerhalb von 7 Tagen 1000 Kilometer zu laufen, beinahe ununterbrochen. So kombiniere ich das heute in der FIBO Köln und kann natürlich da bei den Wien Sportlern zuschauen. Hast du eine Homepage, wo man dich sehen kann? Ich habe eine eigene Homepage, und zwar unter www.rainerredl.at zusammengeschrieben und Rainer mit AI. Ja, also da könnt ihr natürlich auch alles besichtigen, meine Projekte und kommenden Ziele und auch natürlich die Fotos von der FIBO in Köln. Ja, super. Wie viele Kilometer hast du jetzt schon runter? Naja, ich habe jetzt angefangen, jetzt bin ich ca. bei 11 Kilometern. Gestern bin ich auch schon gerannt, habe ich auch schon einige Kilometer abgesammelt, ja, aber liegt schön im Plan. Ja, das heißt, morgen dann wieder 100 Kilometer und am Sonntag dann auch. Sau stark. Danke sehr. Viel Spaß. Danke sehr. Let's go.
hagelneue E-Fighting-System. Ein ganz tolles Workout für die Fitnessbranche, um halt mal über den Tellerrand zu schauen und um halt mal ein Workout zu erleben, was man nicht alle Tage hat. Man lernt Konzentration, Stressabbau, man schwitzt jede Menge und man hat eine Menge Spaß und man kann so richtig abschalten. Und am besten, ihr guckt euch das selber mal an hier bei den Mädels. Vielen Dank. Daten gesammelt haben.
sind insgesamt 4 Übungen. Die werden hier auf dem Gerät durchgeführt. Der ganze Test dauert 6 bis 8 Minuten. Und wir beginnen mit einem Balance-Test. Die Balance eines Menschen wird getestet. Unterbrechen, denn er will nicht mehr aufhören zu reden. Wir haben was sehr Interessantes gefunden, und zwar eine Backmischung, ein Brot, ja, und zwar mit 2 Gramm Kohlenhydraten, 33 Gramm Eiweiß und nur 13 Gramm gute Fette. Und das ist ein absoluter Knaller, und der Adam wird höchstpersönlich jetzt mal was dazu sagen hier. Come on. Ja, hallo Leute. Seit 6 Jahren gibt es Adamsbrot. Das Adamsbrot ist nicht nur Brot, was ihr ungefähr aus der Packung so ein großes Brot herauskriegt. Yeah. Ja. Reicht locker für eine Woche. Es bleibt auch gut 6 Tage frisch. Ansonsten kann man selbstverständlich auch hineinfrieren. Heiße Geschichte ist, weil ich aus dem kann ich mir auch Pfannkuchen machen. Ich kann auch das Brot, wenn die Reste bleiben und es nicht verzehrt habe, kann ich zu Semmelbrösel verarbeiten. Somit auch zum Beispiel kann ich was panieren, ja, damit. Also es gibt nicht, dass man Reste wegschmeißt. Das ist natürlich No-Go bei uns, ja. Und es schmeckt wahnsinnig gut. Wir haben es gerade probiert, es sättigt brutal. Es ist richtig lecker, schmeckt richtig nach Brot. Die Konsistenz ist super. Also echt cool. Ich bin durchgedreht, ja, auf jeden Fall. Oh, danke. Nächstes Produkt für uns, Low-Carb-Nudel. Hier, kleine Sensation, weiterhin Naturprodukt. Wichtig, ohne Soja. Die Werte sprechen für sich. Kann man gerne anschauen. Es ist ein Wahnsinn. Ja, jetzt 70 Gramm Kohlenhydrate, 4 Gramm, 70 Gramm Eiweiß, 4 Gramm Kohlenhydrate und nur 2 Gramm Fett. Sehr geil. Und Leute, glaubt's mir, das kann man verarbeiten mit Thunfisch, mit Lachs, mit Hackfleisch, alles. Man kann das anbraten. Das heißt, wenn ich das koche, nächsten Tag kann ich immer noch in der Pfanne zusätzlich mit Käse verarbeiten. Ich kann euch gerne ein paar Gerichte schicken dann, was ich gemacht habe, was wir schon damit alles für Standarten getrieben haben. Sättig total. Das ist das Wichtigste. Und ohne Soja, wiederhole ich. Cool. Ja. Hallo
ist.